Hallo, ich bin Holla die Waldfee und ich bin die Vorsitzende der Vereinigung gegen das Grottengrütz kotzkack beschissene Regenklima in der Moorregion und Präsidentin für die Bewahrung schöner Sprache, aber das nur ehrenamtlich. Und jedenfalls hat mir Scheinweltname einen Indoor-Märchenwald gebaut. Denn trotz unserer großen Erfolge gegen das Regenklima, nämlich dass es trocken ist und warm und hell, wenn die Sonne scheint, liegt noch ein langer Weg vor uns. Und solange uns dieser Weg nicht von selbst entgegenkommt, spielen wir beharrlich unsere Geduld aus. Naja, und als ich also mal ganz geduldig keinen Bock mehr hatte zu warten, habe ich halt Scheinweltname mit der Indorisierung des Moores beauftragt. Und guck dir doch mal diese ganzen süßen Details an! Der Krocknack erzählt am Lagerfeuer seine Heldentaten. Oh! Naja, jedenfalls kann ich jetzt trockenen Fußes in meinem überdachten Märchenwald darauf warten, dass das Moor endlich mal seinen Arsch hochkriegt und endlich trocken wird. Also trocken im Sinne von, ich kriege nicht ständig nasse Socken. Über einen Alkoholabusus des Moores ist mir nichts bekannt. Wobei, Ey, Isolde, google doch mal, ob du nicht irgendwas findest, mit dem wir das Moor als Alkoholiker dastehen lassen können. Oh, Entschuldigung, ich bin immer noch im Wahlkampfmodus. Aber warte doch mal, das Beste hast du noch gar nicht gesehen. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Na, hier siehst du die Lagerhalle vor lauter Wald nicht, wa? Willst du dich hier nicht auch sofort in die Sonnenliege fläzen und am Lagerfeuer entspannen? Okay, braun wirst du hier nicht, aber andere werden schwarz vor Neid, sag ich dir. Und endlich rostet dir deine Rüstung nicht schon unter den Fingern weg, während du noch da rumschraubst, weil auch Indoor. Und das Schlafzimmer, das ist sogar Indoor. Indoorception, sag ich dir. Und der Notausgang direkt neben der Küche, wenn deine verkohlte Brandbestienleber doch mal wieder so rot durch ist wie ein Stück Kohle und die Hütte nicht in Flammen aufgehen soll. Und die Küche, naja, das ist halt eine Küche. Die Geschirrspülmaschine ist immerhin von Miele. Der rosa Raum mit der Bastelwerkbank hat eine wunderschöne Aussicht auf Tanagra Town. Habe ich übrigens erwähnt, dass ich farbenblind bin? Findest du es nicht auch so wunderschön rosa hier überall? Außer, naja, außer dem kotzgrünen Raum mit der Dusche und der Einhorntapete. Den wollte Isolde unbedingt haben. Kann ich nicht verstehen. Grün ist so eine hässliche Farbe. Findest du nicht? Ich stehe ja auf rosa. Zum Glück sind alle Bäume rosa. Du hast einfach keinen Geschmack. Außerdem bist du farbenblöd. Aber ach, ich habe dich auch noch gar nicht gefragt, was du überhaupt willst. Hat dich das Moor etwa als Spion geschickt? Willst du meinen Indoor-Märchenwald kaputt machen? Pah. Was du ohne Skrall und Nebelkriecher nicht schaffen lässt. Naja, deine Arme sehen schon ganz schön stark aus. Vielleicht könntest du es aber... Oh, lass es bitte. Ach, du bist sowieso für die Pressekonferenz hier. Ach, da quassel ich mich hier um Kopf und Kragen. Sag doch was. Aber da kannst du auch sofort zu unserem Stammtisch mitkommen. Isolde, die Medien sind da. Eine alte Fee ist kein Nuklearzug. Da, nimm schon mal Platz. Im Fernseher kommt gleich das WM-Spiel Deutschland gegen die Färöerinseln. Ich muss noch mal kurz den Müll rausbringen. Ich bin sofort wieder da. So ein Mist. Jetzt habe ich aber wieder viel Stuss geredet. Müssen Reporter nicht eigentlich irgendwas auf die Stirn tätowiert haben, damit man sie sofort erkennt? Wenn der das alles veröffentlicht, kriege ich im Moor keinen Flügel mehr in die Luft. Vielleicht muss ich dann in die Waldregion umziehen. Aber da will ja keiner Indoor sein, weil da das Wetter immer so grottengrützkack wunderschön ist. Was soll ich denn da mit meiner Freizeit machen?